ein Dokumentarfilm über Neu-Hardenberg könnte verschiedene Aspekte der Stadt und ihrer Geschichte behandeln. Oh mein Gott. Ich glaube, wir machen es lieber selber. Hi, wie heißt du denn? Ich heiße Paula. Okay, ganz kurze Frage. Geht es dir heute gut? Geht eigentlich, ja. Wie findest du eigentlich so Neu-Hardenberg? Man muss nicht so weit laufen, zum Beispiel von da hinten bis zur Rewe, höchstens eine Viertelstunde oder so. Ich finde es auch toll, dass es hier so viele Vereine gibt. Es gibt ja, glaube ich, Fußball, Tennis, Basketball und auch Karneval und noch ein paar andere Sachen. Also jetzt gerade wird die Hauptstraße nochmal neu gebaut. Und was ich nicht verstehe, die Straße war gut. Sie hätten die Straße von Wolko nach Neu-Hardenberg machen können. Die ist holprig. Wenn du hier was dazu bauen könntest, was würdest du denn machen? Ich glaube, so ein Schulzerstörer und natürlich dann vielleicht noch ein See, halt wo die Schule ist. Ich glaube, das ist auch eine schöne große Stelle. Also wissen Sie irgendwas hier über das Schloss oder das alte Neu-Hardenberg? Über das Schloss weiß ich bloß, dass hier mal so eine alte Schule war. Mit einem Kindergarten auch da hinten. Bestimmt haben viele Kinder in Neu-Hardenberg schon Geschichten über ihren Ort erzählt. So wie wir, nur anders. Heute liegen sie wahrscheinlich irgendwo begraben oder sind steinalt. Nun wollen wir Geschichten einsammeln und selber welche erfinden. Wir sind Lina, Paula, Raik, Zoe und Emily. Als erstes sprechen wir mit Andrea. Sie arbeitet für das Dorfmuseum, das 2019 sogar als Kulturerbeort ausgezeichnet wurde. Andrea ist sehr nett, aber etwas kamerascheu, weshalb wir ein Toninterview mit ihr gemacht haben. Du kannst ja mal zum Beispiel fragen, warum heißt das Dorfmuseum Alte Schule? Ja, warum heißt das Dorfmuseum? Na, Dorfmuseum Alte Schule heißt deswegen Alte Schule, weil vor vielen, vielen Jahrzehnten war unser Dorfmuseum waren mal zwei Klassenräume. Das heißt, die Kinder wurden dort unterrichtet. Und dadurch, dass größere Schulen und auch Kindergärten gebaut worden sind, brauchte man diese Räumlichkeiten nicht mehr. Und die Gemeinde Neu-Hardenberg hat uns als Verein diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, dass im Dorf ein Museum aufgebaut wird. Was gibt es hier denn eigentlich alles im Museum zu sehen? Na, in erster Linie wollen wir den Besuchern natürlich die Geschichte vom Ort ein bisschen darstellen und auch zeigen und auch drüber sprechen. Zu sehen sind Ausstellungsstücke, sag mal, aus dem ländlichen Bereich. Man kann Haushalts- und Küchenutensilien sich angucken. Viele alte Handarbeitstechniken, wie zum Beispiel Häkeln, Stricken, Sticken, Klöppeln, kann man sich angucken. Wir haben aber auch noch eine Frauen- und Männertracht, die man sich angucken kann. Weil damals war es üblich, dass man in den Dorf eine Tracht getragen hat. Ja. Die erste. Ja, schönen guten Tag. Hi. Sie sind hier oder ihr seid hier in Neu-Hardenberg und ich zeige euch jetzt die Schinkelkirche von innen. Wie ihr seht, ist das schon noch eine ganz alte Tür. Die muss dann schon extra behandelt werden. Und wie ihr seht, ist es auch hier am Tag ein bisschen dunkel. Also werde ich erstmal Licht anmachen. So. Unser Ort, wir hießen früher Quielitz, ist das erste Mal erwähnt worden 1356. Im Laufe der Jahrhunderte hat hier auch der Besitzer mehrfach gewechselt. Ein bedeutender Besitzer des Gutes Quielitz war Joachim Bernhard von Prittwitz, der unseren Ort Quielitz 1763 geschenkt bekam von König Friedrich II., dem Starken. 1814 bekam dann Karl August, Fürst von Hardenberg,
unseren Ort Quielitz geschenkt. Und dieser hat dann den Ort umbenannt in sein neues, also neu Hardenberg, damals mit Bindestrich und Hardenberg großgeschrieben, ja, weil er für Preußen nach den Napoleonischen Kriegen so viel Gutes getan hat, dass er eben halt den Ort geschenkt bekam. Das sollte dann sein Altersruhesitz werden. Frau Galler erzählt uns auch noch viel zum Architekten Karl Friedrich Schinkel. Dieser gestaltete für den Hardenberg nicht nur das Innere der Kirche, sondern entwarf auch das Molkernhaus und später auch das Schloss. Das bekam er allerdings nicht geschenkt. Und berühmt wurde er auch erst nach seinem Tod. Warum sollte uns Schinkel interessieren? Weil er mit wenig Sachen, wenig Geld, wenig Einsatz von Material viel erreicht hat. Da gab es noch keine Computer und keine andere Technik. Er hat das alles mit Kopf, Bleistift und Papier so gestaltet. Schinkel hat ja auch die Sterndecke hier oben angebracht. Wenn man da reinschaut, sieht die Decke leicht gewölbt aus. Und das kommt von 7 verschiedenen Blautönen und immer kleiner werdenden Sternen. Wenn man aus der Kirche rausgeht, kommt man sofort zum Schloss. Tausende Besucher kommen jedes Jahr hierhin, weil es so viel stattfindet. Zum Beispiel Kulturkonzerte und Ausstellungen. Irgendwie denken bei Neuhardenberg alle ans Schloss, obwohl es so viel anderes zu entdecken gibt. Wir treffen jetzt Herrn Zimmermann, den Vorstandssitzenden des Museumsvereins, und Frau Dreher, die 40 Jahre lang als Lehrerin hier im Ort gearbeitet hat. Was sollte man unbedingt über Neuhardenberg wissen, wenn man keine Ahnung von dem Ort hat? Man sollte wissen, wo er liegt, im Osten Brandenburgs, dass er eine 675-jährige Geschichte hat, die sehr interessant ist und vor allem spannend bei uns, dass wir so viele Ortsbezeichnungen hatten. Von Neuhardenberg, Quielitz, Marxwalde, Neuhardenberg. Und das finden viele Leute spannend, dass Schinkel hier tätig war, dass wir nach dem Staatskanzler Hardenberg benannt sind, dass wir einen interessanten Park haben von Fürst von Pückler gestaltet und dass auch der antifaschistische Widerstand hier eine Rolle spielte. Wurde das Schloss eigentlich im Krieg zerstört? Mit dem Kriegsende 1945 hatte das damalige Neuhardenberg Glück, dass es nicht so zerstört war. Zum Beispiel blieb unsere Kirche erhalten, was eine Ausnahme war. Und das Schloss wurde erstmal als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Später wurde es dann Schule, weil Schulbedarf da war durch die vielen Flüchtlingskinder. Geflohen sind wir ja 45. Ich habe dann, meine Eltern haben in Vulko gesiedelt, haben ein Haus gebaut. Und deine Eltern haben in Bärwinkel gehabt, ein Haus. So, und als wir mit dem Studium fertig wurden, wollten wir ja beide zusammenziehen. Und dann hat die Gemeinde uns das möglich gemacht, dass wir oben diese kleinen Zimmer bekommen haben. Bis dann neuer Wohnraum zur Verfügung stand. Wir waren ja beide Bettelstudenten, muss man sagen. Wir hatten ein Bett, haben zu zweit in einem Bett hier schlafen. Und ganz Mobiliar, ganz spartanisch eingerichtet, bis wir dann nachher eine Wohnung bekommen haben. Klein haben wir angefangen. Mit den Jahren hat man dann sich was aufgebaut. Aber manche Familien, wenn man jetzt sieht, möchte gleich alles haben. Geht nicht. Wir sind ja auch mit den Kindern, als die klein waren, zu meinen Eltern, alles mit dem Fahrrad gemacht. Ein Kind vorne, ein Kind hinten, nach Wulke, ja, oder nach Bärwinkel. Mit Auto, das kam ja erst viel später. Dich schicken wir jetzt per Ranzen nach Wulke und wieder zurück. Und mal gucken, wie du da durchhältst. Nach Wulko fahren wir leider nicht, sondern wir gehen zum Flugplatz. Wir laufen entlang an Europas größten Solarpark, riesigen Hallen und dem Zwischenlager von Tesla, wo Tausende von glänzenden Elektroautos auf die Familien warten, die schnell alles haben wollen. Wollen wir mal das Bild? Würde es dich stören, wenn sie da stünden? Guck mal so, wenn du jetzt den Ton anhältst. Nicht nur die Gäste im Schloss, sondern auch der Flugplatz. Das sind so diese zwei großen Highlights,
die wir hier zu verzeichnen haben. Bitte. Könnten Sie uns eine kompakte, kurze Einleitung geben? Wer sind Sie und was ist das für ein Ort? Ja, also mein Name ist erstmal Jürgen Becker, verantwortlich für die Flugplatzausstellung hier in Neuhardenberg. Die Geschichte ist sehr interessant. Vom Flugplatz her ist 1934 hier die ersten Spatenstiche durchgeführt worden. Es wurde hier ein Bedarfsplatz angelegt durch das Reichsluftfahrtministerium. Der Graf musste dementsprechend hier das Land zur Verfügung stellen. Da sind also große Maschinen geflogen, wie zum Beispiel die Heinkel 111, die also auch zu Kriegsbeginn 1939 dann mit Bomben nach Polen geflogen sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg, russische Befreiung, mit der Zeit dann der DDR-Ära ab 1949 ist dann der Zuzug wieder gewesen. Die Fliegerei in Berlin hat sich entwickelt. Man wollte aber nach Weisung von Walter Ulbricht, der damals Chef des Staates war, wollte aus dem Berliner Raum weg. Dementsprechend hatte er sich dann hier diesen Flugplatz ausgesucht, der also dann ab 1956 hier ausgebaut wurde. Ja, überall die Straßen sind aber groß. Wo wollen wir jetzt weg? Das muss sein, Herr Becker. Ganz kurz, vielleicht teilen wir uns auch mal auf. Wer was dreht, Tobi? Ja. Interview, Herr Becker, Klappe die 5. Ja, wir haben uns jetzt ein Highlight, also für mich persönlich ein Highlight nochmal ausgesucht. Und zwar ist das so ein bisschen den Werdegang des Sigmund Jähn. Das war ja der erste Deutsche, der in den Kosmos geflogen ist, 1978. So, und er ist also hier in diesem Geschwader gewachsen. Er hat also die Maschinen alle kennengelernt, er hat hier die Ausbildung gemacht. Er ist also auch vom Dienstgrad her dann vom Unterleutnant bis zum Oberstleutnant hier herangewachsen. 1978 im August ist also dieser Start dann vollzogen worden und dann wurde das eigentlich erst publik. Das war auch so ein Wettbewerb zwischen der BRD und der DDR. Wer schickt den ersten Piloten in den Weltraum? Ja, er ist dadurch Held der DDR geworden, Held der Sowjetunion. Und dieser Verbund Deutsch-Russisch war also damals sehr aktiv gewesen. Diese deutsch-sowjetische Freundschaft wurde also hochgehalten, wurde also gepflegt. Es gab persönliche Zusammenkünfte, man hat dann Gespräche geführt. Also Selenskyj, der fordert ja immer politisch gesehen, dass also er unterstützt wird von der Flugtechnik. Aber die Polen haben ja versprochen, dann die MiG-29 dahin zu verbringen. Aber ob das jetzt schon durchgeführt wurde oder nicht, weiß ich im Moment nicht. Das ist ja praktisch die Technik, die hier vorne hängt. Das ist also diese MiG-29. Wie kommt der jetzt auf den Bunker raus? Mit 50 Wassermelonen. Durch. Hey, ja schön, kann man einfach dagegen gehen. Kaum vorstellbar, dass es nun wieder Krieg in Europa gibt. Hoffentlich endet er bald. Wusstet ihr übrigens, dass zu Zeiten des Kalten Krieges sehr viele Menschen nach Neuhardenberg gezogen sind? Es wurde sogar ein Wohnblock für die vielen hunderte Flugplatzmitarbeiter gebaut, namens Pentagon. Das Verhältnis zwischen Dorfbewohnern und Flugplatzmitarbeitern war aber durchaus manchmal angespannt, wie uns Frau Dreher erzählt. Als die Armee nachher einzog und der große Flugplatz dann hier war, hat sich auch die Schülerzahl verändert. Viele Eltern waren ja Armeeangehörige und es waren Bauernkinder, die waren alle in einer Klasse und lernten gemeinsam. Ich habe ja schon mal sowas in der Zeitung gebracht, was denken Sie, was ich für Anrufe gekriegt habe. Einige haben sich beschwert ganz doll, ja, weil meine Kinder gesagt haben, Mutti, du hast recht, wir haben als Kinder ganz doll drunter gelitten. Manchmal unter die Armeekinder, die noch was Besseres wollten sein. Und die Dorfkinder sich ein bisschen zurückgesetzt fühlten. Aber die haben sich Mühe gegeben, auch die Armee hat Patenschaften gemacht, auch für die ganzen Kinder, auch Fahrten ermöglicht, das war ganz toll. Die LBG hat die Schweinetaxe, das war so ein Auto, wo wir das Kinder transportieren konnten. Und das fehlt nach der Wende auf jeden Fall, wo sich auch mal nicht nur Kinder hinziehen können, wie in Kinderring, wo auch dann die Jugend ab 12 bis 16 Jahren mal ungestört, ohne die Kleinen, hinziehen können, um da mal ihre Sachen zu machen. Was ich mir hier für unseren Ort wünschen würde, wäre, dass nicht bloß, obwohl das schon sehr schön ist, nicht nur Tourismus hierher kommt, sodass auch andere unsere Gegend schätzen lernen und dann sich hier niederlassen. Was Größere, was unserer Jugend auch Arbeit gibt.
Leider haben wir das hier nicht so oft. Und unsere Jugend muss eben halt weit weg oder weiter wegziehen, von hier in die Städte gehen. Ich glaube, unser Ort ist so vielfältig, da hat jeder seine Sichtweise drauf. Der eine mag die Natur, der andere liebt die Kirche, der andere liebt die Schinkelbauweise, die Architektur. Der andere ist für den Park und das Schloss. Das ganze Ensemble, alles zusammen ist das Sehenswerte bei uns, sodass sich keiner langweilt. Und wenn Langeweile aufkommt, dann haben wir noch ein Flugplatzmuseum, ein Dorfmuseum. Und das bewirkt, dass viele oft wieder herkommen. Neuhardenberg, du bist so schön. Was gibt es hier alles zu sehen? Schlösser, Kirchen, Wälder und zum Flugplatz über die Felder. Den Rundflug über unseren Ort setzen wir im Museum fort. Puppen, Fotos und Plakate, als auch eine Menge alter Apparate. Es wohnen viele Freunde hier, ich komme immer gern zu dir. Ich werde schon wieder anfangen zu lachen. Schokolade, Essen, Pizza, Hunger. Oh, ich nehme gerade immer noch auf. Ach, egal.